Hallo, heute machen wir Quilling. Was ihr jetzt hier vor mir seht, das ist so ein Standard-Quilling-Set, wie es überall zu kaufen gibt. Ihr habt eine Kreisschablone dabei, den Quillingstift, ein paar Stecknadeln, dann so eine komische Korkunterlage, Papierstreifen natürlich und ja, eine Kurzanleitung, mit der viele nicht sonderlich viel anfangen können. Deswegen zeige ich euch kurz, wie das System funktioniert. Wer es einfach mal ausprobieren möchte, der muss sich trotzdem nicht extra dieses Set kaufen. Es funktioniert auch mit einer ganz normalen Kreisschablone, die ihr überall in Schreibwarenläden bekommt. Kostet 50, 60 Cent oder so. Als Korkunterlage könnt ihr auch eine alte Pinnwand nehmen und den Quillingstift ersetzt auch einen Zahnstocher. Was ihr noch zusätzlich dazu braucht, ist natürlich ein bisschen Bastelkleber. Ich empfehle euch nicht, einen Prittstift zu nehmen. Funktioniert natürlich, wenn ihr diese kleinen Röllchen zusammenkleben wollt, aber wenn ihr dann Blumen macht und mehrere Röllchen aneinander klebt und es wirklich festhalten soll, kann es sein, es geht euch auf. Ist mir auch schon oft passiert. Ich benutze diese Streifen recht selten. Die sind stabiler als normales Papier, machen sich natürlich gut, wenn man 3D-Figuren zusammenbasteln möchte. Wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich dann in dem anderen Video auch noch. Ich habe am Anfang und benutze es immer noch sehr gerne einfach farbiges Druckerpapier genommen. Ihr könnt auch weißes nehmen, ist egal. Ich schneide mir das mit einer Schlagschere immer auf 1 cm zurecht, schneide es in der Mitte nochmal durch, dann habt ihr 0,5 in der Stärke, damit lässt sich super arbeiten. Dann lege ich mir das nochmal zusammen, schneide das durch und habe dann die Größe an Streifen und mit denen arbeite ich eigentlich grundsätzlich, weil ich finde, das macht sich ganz gut. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Streifen aufwickelt. Dazu nehmt ihr diesen Stift. Da habt ihr hier vorne so eine kleine Einkerbung drin. Ich zeige das nochmal. Ich habe noch einen größeren da. Hier kann man das ein bisschen besser sehen. Und dort legt ihr das Papier jetzt ein. Dann einfach gucken, ob ihr das halbwegs gerade hinkriegt. Genau. Jetzt habe ich das durch den Stift gezogen. Jetzt geht ihr ganz an den Rand, dreht mit den zwei Fingern ungefähr ein, zwei Mal rum, nehmt dann den Zeigefinger und haltet den hier dagegen. Das ist einfach dafür gedacht, wenn ihr den ganzen Streifen aufdreht, dass ihr dann wirklich den richtig schön sauber aufgedreht habt und der nicht nach vorne oder nach hinten ausbricht. Sieht dann unschön aus und das Papier bleibt dann eben auch so, wie ihr es aufgedreht habt. Mit dem Daumen und dem Mittelfinger hier unten haltet ihr das fest und schaut, dass ihr das immer ein bisschen straff habt. Nicht zu sehr, sonst kriegt ihr nachher das Ding von dem Stift nicht mehr runter. Und dann wird einfach, ich halte mir das immer noch so ein bisschen dagegen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und dann wird einfach aufgedreht, bis der Streifen alle ist. Das sieht dann so aus. Dann haltet ihr das zusammen und um den Stift rauszuziehen, damit ihr nicht das Papier mit rauszieht, kommt natürlich darauf an, wenn ihr es zu fest gemacht habt, wird das so oder so passieren. Haltet ihr den Stift und bewegt den nach rechts und links so ein bisschen, um den Stift rauszuziehen. So, und dann habt ihr eure erste, ja, wie man es auch immer nennen möchte, fertig. Und dann braucht ihr diese Kreisschablone. Sucht euch aus, welche Größe ihr haben wollt. Ich nehme jetzt mal die etwas kleinere. Legt das dort rein und lasst einfach los. Dann könnt ihr schon sehen, dann druselt sich das auf. Ich habe jetzt natürlich Kork darunter, das ist nicht so clever. So. Und dann habt ihr oben die Kante und die müsst ihr jetzt einfach festkleben. Ihr könnt natürlich auch einen Zahnstocher oder eine Stecknadel nehmen, ein bisschen Leim ranmachen und das festmachen. Ansonsten einfach aus der Form nehmen, festhalten, damit es sich nicht weiter auftrudelt. Ein Klecks Leim. Nicht die ganze Flasche, so wie ich gerade. Klecks Leim ran. Und fertig. So sieht das dann aus. Wie ihr seht, habt ihr jetzt das erste fertig. Und so macht ihr weiter, bis ihr einige zusammen habt, je nachdem, Entschuldigung, je nachdem, was ihr machen wollt. Und dann zeige ich euch jetzt gleich noch, wozu man die Korkunterlage benutzt.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Blümchen machen wollt, ist das ganz praktisch, weil dann könnt ihr euch das festpinnen und das schön aneinander kleben. Jetzt haben wir 4 Stück fertig und jetzt möchte ich die natürlich noch zusammenkleben. Als Kreise sieht es ein bisschen langweilig aus und nicht wirklich nach Blümchen. Also biegen wir uns die jetzt so zurecht, wie wir die haben möchten. Ich achte immer darauf, dass die Kante, die ich geklebt habe, an der Stelle ist, also in dem Fall bei einer Blume unten, die ich dann verklebe. Weil wenn ihr jetzt das nach oben dreht und das wird, und das ist jetzt eure Oberseite, jetzt sieht man es, eure Oberseite von der Blume, es sieht halt unschön aus, ne? Von daher einfach rumdrehen, gucken, dass das unten ist. Dann haltet ihr das hier zwischen die 2 Finger und drückt das einfach zusammen. Kann man das richtig sehen? Ja. Das macht ihr jetzt mit den anderen genauso. Es gibt viele unterschiedliche Formen, die ihr zusammendrücken könnt. Probiert einfach ein bisschen aus. Ihr könnt auch auf beiden Seiten drücken. Ihr könnt auch hier nur kleine Ecken reindrücken, wenn ihr Füße machen wollt oder Hände für Figuren oder Ohren. Also das ist ganz eurer Fantasie überlassen. Suchen wir uns wieder die Klebestelle. Die ist hier. Halten das fest und drücken. Wenn euch das Muster innen nicht gefällt, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wieder die Klebekante suchen, unten. Das Innere ist ja beweglich. Das heißt, das könnt ihr mit den Händen hin und her ziehen. Ich ziehe das jetzt mal nach oben und drücke dann zusammen. Und schon habt ihr innen eine ganz andere Form, wie es vorhin war. Also probiert da ein bisschen aus, bis ihr was gefunden habt, das euch gefällt. So, das auch. Jetzt haben wir die 4 Blütenblätter fertig. Jetzt nehmt ihr eine von euren Stecknadeln und pinnt das erstmal fest. Ich mache die Stecknadel immer dort rein, wo ich kleben möchte. Ganz einfach, dass es ein bisschen mehr Halt bekommt. Jetzt nehmen wir das nächste Blütenblatt, machen ein bisschen Klebstoff drauf. Ein bisschen reicht, es ist Papier. Versucht immer so wenig wie möglich zu benutzen. Nicht, dass ihr dann Leimflecken auf eurer Arbeit habt. Das sieht nicht so schön aus. So, jetzt legt ihr das dahin, wo ihr es rankleben wollt, nehmt eine zweite Nadel und steckt die einfach in das zweite Blütenblatt. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das noch ein bisschen, dass es ein bisschen weiter auseinander ist, nehmt ihr eben noch eine dritte, steckt die hier oben rein. So kriegt die ganze Sache dann auch noch mal ein bisschen Halt. Ich benutze diese Stecknadeln sehr ungern, weil wenn ihr sehr kleine Sachen macht, ist euch immer dieser komische Kopf hier im Weg und also mich persönlich stört's. Ich benutze gern diese kleinen. Die haben oben einen ganz dünnen Kopf. So könnt ihr eure Arbeiten dann natürlich besser sehen und das dann auch besser verkleben. So, bisschen Leim drauf. Dann wieder Stecknadel nehmen, bisschen zusammenhalten. Es ist am Anfang ein bisschen gefummelt, aber da gewöhnt ihr euch ganz schnell dran. Und das vierte auch noch. Diesmal auf beiden Seiten, weil das wird das letzte, was dran klebt. Und dann drückt ihr das einfach so in Form, wie ihr das haben möchtet. Fixiert das mit den Stecknadeln. Und dann lasst ihr das einfach trocknen. Ich hebe es nochmal an, dass man es besser sehen kann. Und dann wartet ihr einen Moment, bis der Leim getrocknet ist. Und dann könnt ihr die Nadeln rausnehmen. Wenn ihr größere Blumen macht oder Grußkarten verzieren wollt, wundert euch nicht, wenn es am Anfang ein bisschen gefummelt und ein bisschen fitzelig ist. Wenn ihr am Ende mehrere Elemente zusammenklebt, wird das dann von ganz alleine stabil und fällt euch auch nicht mehr auseinander. Einfach nur einen Moment warten. Jetzt nehmen wir es mal runter. Und schon habt ihr die erste kleine Blume zusammen oder gut, sieht fast aus wie ein Schmetterling, könnte man jetzt auch noch draus bauen. Ich hoffe, ihr habt das System verstanden. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann fragt mich ruhig. Und in meinen nächsten Videos zeige ich euch dann ein paar Beispiele, was ihr aus den Papierstreifen jetzt gerade für den Frühling oder für Ostern alles so zusammenzaubern könnt.